Hochwasser. Es droht eine Überschwemmung. Was nun? Solange noch Zeit ist, retten Sie, was zu retten ist und bringen Sie vor allen Dingen sich selbst in Sicherheit. Wenn Sie leider von einer Überschwemmung betroffen sind, möchte ich Ihnen hier ein paar Tipps an die Hand geben, was zu tun ist oder auch, was Sie besser nicht tun sollten. Je nachdem, wo Sie dieses Video sehen, finden Sie einen Link mit einer Checkliste und weiteren Informationen in der Beschreibung unter diesem Video oder im ersten Kommentar. Beachten Sie immer den Eigenschutz, also achten Sie auf Strom, offene Kanaldeckel. Das Wasser selbst ist gegebenenfalls kontaminiert durch zum Beispiel Heizöl, das ausgelaufen ist. Betreten Sie nur standsichere oder geprüfte und danach freigegebene Gebäude. Pumpen Sie das Wasser ab oder lassen Sie es abpumpen, sofern möglich. Sollte Heizöl ausgetreten sein, ist hierbei zu beachten, dass sich dieses auf der Wasseroberfläche angesammelt hat und das Heizöl zuerst abgepumpt und entsorgt werden sollte. Andernfalls kann es sich bei sinkendem Wasserstand an und in den Wänden anlagern. Warten Sie mit dem Abpumpen des Wassers gegebenenfalls, bis das Hochwasser nachlässt, um Gebäudeschäden durch unterschiedliche Druckverhältnisse zwischen Innen und Außen oder durch ein Aufschwimmen des Gebäudes zu verhindern. Dokumentieren Sie die Schäden und beschreiben Sie diese sowie die Schadensursache. Ihnen ist ja klar, was passiert ist, aber die Versicherung muss ja auch nachvollziehen können, was passiert ist, wie es passiert ist und was beschädigt ist. Also nicht, wir hatten bis hierhin Wasser im Haus, sondern zum Beispiel durch Hochwasser des Flusses so und so kam es zu einer Überschwemmung, die bis zu unserem Haus vordrang. Hierdurch drang Wasser an folgenden Stellen durch die Fenstertüren, Lichtschächte, Abflüsse, Toilette in unser Haus ein. Das Wasser überflutete das Kellergeschoss und stieg im Erdgeschoss bis auf so und so viel Zentimeter Höhe an. Hierbei wurde dies, das und jenes beschädigt oder zerstört. Schätzen Sie die Summe des Schadens. Die Versicherung muss wissen, ob es sich nur um ein paar tausend Euro handelt, weil da so ein bisschen Wasser im Haus war und ein paar Kellerregale nass sind, oder ob es sich um Zehntausende oder gar Hunderttausende Euro handelt, weil Ihr Haus komplett instand gesetzt werden muss. Keine Sorge, es ist nicht schlimm, wenn Sie hierbei die Kosten zu hoch oder zu niedrig ansetzen. Melden Sie die Schäden Ihrer Versicherung und lassen Sie sich eine Schadensnummer geben. Schicken Sie Bilder der Schäden mit. Wenn möglich, legen Sie auch den Zustand vor der Beschädigung dar. Fragen Sie die Versicherung, was noch zu tun ist. Beachten Sie Ihre Schadenminderungspflicht. Die Versicherung argumentiert, dass Sie ohne Versicherungsschutz ja auch gleich beginnen würden, den Schaden klein zu halten oder zu beheben und nicht auf irgendjemandes Rückmeldung warten würden. Also beginnen Sie, sofern möglich, zügig mit der Trocknung des Gebäudes. Wenn Sie keinen Versicherungsmakler haben, der Ihre Interessen vertritt, dann achten Sie bitte darauf, was Sie gegebenenfalls unterschreiben sollen, wenn die Versicherung einen Vertreter oder einen Schadensregulierer zu Ihnen schickt. Also hier nochmal als kurze Checkliste. Beachten Sie den Eigenschutz. Betreten Sie nur standsichere oder freigegebene Gebäude. Dokumentieren und beschreiben Sie die Schäden. Schätzen Sie die Schadenhöhe. Melden Sie den Schaden Ihrer Versicherung. Beachten Sie Ihre Schadenminderungspflicht. Beginnen Sie sofern möglich mit der Freilegung betroffener Bauteile und der technischen Trocknung. Beachten Sie, dass es sich hierbei eventuell um kontaminiertes Wasser handelt zum Beispiel durch Heizöl und hier weitere Kosten für die fachgerechte Entsorgung und Sanierung entstehen können. Achten Sie darauf, was Sie vor Ort unterschreiben sollen. Bei Fragen wenden Sie sich auch gerne an einen Sachverständigen Ihres Vertrauens.